can feel it in my fingers. Oh, I can feel it in my brain. Also wir sind hier in Dilt beim East German Custom 2021 und ich habe die Anna bei mir stehen, weil mir ihr Fahrzeug gleich von Anfang an aufgefallen ist. Und Anna ist irgendwie mit anderthalb Autos gekommen, deswegen stehen wir hier und Anna wird uns jetzt hoffentlich ein bisschen was Näheres erzählen, aber das machen wir schon gemeinsam. Ja. Wir sind einmal heute hier mit dem Golf und dem halben Anhänger. Der Golf war ursprünglich mal ein 1,4er. Dann hatte ich aber die Idee, einen Anhänger zu bauen, weil ich das mal auf einem Treffen gesehen habe und mir das so gut gefallen hat. Dann ging der Anhängerbau los. Wir schweifen aber noch mal kurz aufs Auto ein. Jetzt ist ein 1,8er T drin, der komplett gemacht ist mit 350 PS, weil die 1,4er Maschine mit 75 kann so ein Anhänger schlecht ziehen. Spannend. Lüfter. Jawohl. Ist viel mit Lack gemacht und zum Teil halt auch geflockt. Das habe ich natürlich. Weil es einfach weniger haben. Das sehe ich das erste Mal, ne? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das war ursprünglich mal lackiert in Schwarz mit den Flakes. Ja. Da muss ich aber ehrlich sagen, das hat nicht gut gehalten. Okay. Das ist eingerissen durch das Plastik und dann hatte ich mir überlegt, versuchst du mal mit Flock, das hält super. Cool. Und vor allen Dingen die Detailverliebtheit, ne? Ja. Wahnsinn. Auch hier. Ja, da klebt es auch drunter. Dann hast du es hier nochmal. Das ist auch alles schön geflockt. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Arbeitszeit hier im Motorraum steckt? Oder Tage, Wochen, Monate? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das Auto, seitdem ich 18 bin. Und seitdem wird stetig was dran umgebaut. Also gefühlt 2 Jahre? Ich bin jetzt 33. Leder oder was? Lederfolie. Ja. Also eigentlich ist es Folie, aber es sieht halt echt aus wie echtes Leder. Und da klebt auch eine Grinsekatze drunter. Okay. Aber weil das die Folie ist recht dick, deshalb hebt sich das leider nicht ganz so doll ab, wie ich das mir gewünscht hatte. Aber es ist halt dezent. Aber das ist schon geil, ne? Hier ist eins und auf der anderen Seite ist der Hase von Alice im Wunderland. Ja. Anna, warum Alice im Wunderland? Finde ich gut, gefällt mir. Jetzt wollte ich das ein bisschen umsetzen beim Auto. Also hier und da siehst du ein bisschen was davon. Also quasi Anna im Wunderland. Genau. Vorne der Instrumentenhalter ist komplett aus Alu selber gebaut. Der Himmel sind 700 Glasfasern drin. Aber ich weiß, müssen wir mal gucken, ob man das jetzt erkennen kann. Ah, schlecht. Oh. Es ist ein Sternenhimmel da. Ja, es war auch eine Heidenarbeit. Und jeder Handschlag hast du selber gemacht? Ja, den Himmel sogar zweimal, weil wir aus Versehen falsches Leber genommen haben, denn hat die Fasern angelegt. Okay, ja. Okay. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Genau. So, was haben wir noch? Ach so, das Lenkrad finde ich ist auch nochmal was Besonderes, weil wie gesagt, ich habe den ja schon ewig, das Auto, und damals konnte man das Lenkrad noch den Airbag austragen lassen. Deshalb bin ich eine der wenigen, die das so offiziell fahren kann. Lange ist es her? Ja. Und der hat tatsächlich knapp 300.000 Kilometer? Ja. Okay. Der Motor jetzt nicht, ne, weil der ja komplett gemacht ist, aber die Karosse hat schon viel runter. Und aus welchem Baujahr ist er dann? 2002. Knapp 20 Jahre? Wow. Ja. Die Zeit vergeht. Okay, hier ist die Bremssattel quasi lackiert, okay. Aber sonst bremst das alles original. Nee, vorne ist hier Kolben Festsattel. Das lenken wir mal dahin. Oh ja. Von Vormann. Deutlich. Ja. Das ist nicht original. Ja. Zentralverschluss. Ja, wir hatten heute mal auf der einen Seite die Zentralverschlüsse, auf der anderen Seite die Kappen, die du extra für die Felgen kaufen kannst. Das ist immer mal was anderes. Ja. So, der Golf, wie wir uns schon eben mal kurz unterhalten haben, die meisten schneiden einfach gerade ab. Das wollten wir nicht, weil das ein bisschen langweilig aussieht. Der ist eigentlich hier geschnitten, wo die Türen beim normalen Golf aufhören. Dann ist hier oben vom BMW die Motorhaube eingearbeitet, deshalb hast du hier die Sicken. Ah, okay. Weißt du, von welchem BMW die Motorhaube kommt? Nee. Okay, alles gut. Wir haben das Glück, dass ein Kumpel eine Lackiererei hat und da durften wir durch die Schrottabteilung gehen und haben dann verschiedene Teile genommen und geguckt, was gut aussieht.
Ja, das ist auch wieder diese Community, die es halt ausmacht, ja, das Miteinander. Ja. Dann der mittlere Teil ist eine Heckklappe vom 4er Golf und der untere Teil ist von Golf 5. Dann hast du hier, wo die Lämpchen eingearbeitet sind, extra eine Aussparung, damit er einfach vorne nicht ganz so klobig aussieht, sondern ein bisschen was hermacht. Und hier ganz unten auch nochmal, das ist vom Auspuff die Rundung eigentlich, von einem Auspuffrohr, damit das schön mit dem Schweller weitergeht und harmonisch aussieht. Ja, ist tatsächlich Harmonie pur. Ja. Dann hat der auch wieder das Lederdach mit der Grinsekatze drauf. Hinten, da hat die Original-Hinterachse vom 4er Golf noch drin. Damit das nicht so nackig aussieht, sind die Bremsscheiben pulverbeschichtet und der Sattel auch lila gemacht. Ja. Also der ist ja ungebremst, aber so sieht es halt einfach stimmiger aus. Genau. Auch der Hänger hat einen Airride. Und hier auf den Punkt genau. Ja. Abgesetztes Fahrwerk. Auf den Punkt genau vom Reifen, Flanke, Außen. Wahnsinn. Muss Detail. Dazu sagen, dann der Ausbau ist mit Laminat, hier auch nochmal die Grinsekatze, das auch alles komplett selber gebaut. Dann haben wir uns den Golf mit Hänger nochmal als Schild lasern lassen, was sogar beleuchtet ist. Und hier unten drunter ist vom Airride die Steuerung und Zusatzbatterien. Und du steuerst quasi, das habe ich vorhin am Anhänger gesehen, von hier hinten das Airride fürs komplette Fahrzeug. Das kannst du eigentlich, du kannst von vorne hinten steuern oder halt umgekehrt. Du kannst den Hänger aber auch jetzt an den Bus hängen und der würde sich alleine ausnivellieren. Also der braucht vorne den Golf nicht unbedingt. Das habe ich nämlich bei die Verbindung wie beim großen LKW. Ja, genau. Ja, das ist ganz schön. Aber er käme, er hat ja alles nochmal extra einen Kompressor, auch wenn er vom Golf ausfallen würde, könnte der dem helfen oder umgekehrt. Also doppelt abgesichert. Ja, genau. Und wie lange? So ist es. Nochmal Liebe zum Detail. Auch der Anhänger hat einen Auspuffrohr. Ja? Was sogar von TÜV eingetragen. Thema Auto ist eine Sache, aber Anhänger, TÜV, Homologation. Ja. Wie kompliziert ist das? Wir haben uns vorher schlau gemacht beim TÜV, waren da, haben gesagt, was wir vorhaben, haben ihm Bilder gezeigt, wie wir was bauen wollen und auch die Bauphasen quasi immer mit Fotos dokumentiert. Ja. Ja, und dann haben wir fertig gebaut, sind aber unlackiert, wie er war, hingefahren, haben erstmal alles abnehmen lassen, falls man nochmal was umschweifen muss oder irgendwas. Ja. Und das war eigentlich doch einfacher, als ich dachte. Ja. Wir waren dann da, der hat alles abgenommen und fertig war. Also wichtig ist die Dokumentation der einzelnen Umbaumaßnahmen etc. Und dann halt einfach da die ganze Sache mit Köpfchen, weil Farbe kann hinterher immer noch drauf. Ja, genau. Okay, super. Das macht halt immer Sinn, vorher sowas abzusprechen, ne? Und dann auch zu dem TÜV zu fahren und dann ist das eigentlich kein Problem. Riesen Respekt, ja. Und wohl dem, der das hat und fast 20 Jahre das entwickelt und vollendet. Ungefähr 2 Jahre. Okay. Weißt du, wie viel, gibt es in Deutschland noch andere Pendants dazu, so wie er jetzt hier steht, oder ist der so, in der Kombination ist er einzigartig, also oder? Vom 4er Golf kenne ich nur in England. Nur England? Ja. Den habe ich auch bei Instagram gesehen. Ah, okay. Aber sonst? So richtig Natura, deiner. Nur der, ja. Reihe Golf noch, oder ein Polo, aber jetzt oder eine T4, aber ein 4er nicht. Nee, jetzt so wirklich Golf 4 und so weiter? Nee. Ja, nee. Okay. Nochmal eine Frage aus dem Off, die mich interessieren würde. Du hast das jetzt seit wie viele Jahre? 20 Jahre das Auto? Ja. Ist das jetzt der erste Umbau oder hattet ihr schon zuvor das auch noch so verschiedene andere Sachen? Also das Zugfahrzeug hat schon mehrere Umbauten durchlebt. Wie viel ist das jetzt? Wie viel der Umbau? Was schätzt du? Also von Serie kam dann diese Fast and the Furious Zeit und dann kam eigentlich das so, wie er jetzt ist. Okay. Ja. Ich wollte halt, die alten Stoßstangen waren alle aus GFK und das, da bin ich kein Fan von. Das sollte weg, das sollte alles aus ABS und das ist es jetzt. Ja. Also ich glaube, es gibt vielleicht 0,1%, die ihr vielleicht vergessen habt und 99,99% sind gemacht, oder? Wirklich alles angefasst. Ja. Beim Hänger sogar, der war ja komplett auseinander. Ja. Da ist die komplette Hinterachse pulverbeschichtet, schwarz mit Flakes. Aber gut, das siehst du jetzt halt nicht. Aber wenn du schon alles auseinander hast, dann soll doch alles ordentlich sein. Ja. Ich bin auch kein Freund von Rost. Wenn das angefasst wird, dann wird das gleich so behandelt, dass ich da jahrelang Freude mit habe. Okay, cool, super. Vielen Dank. Martin, hast du noch Fragen aus dem Off?
die wir vergessen haben. Also ich finde es einfach nur geil. Geil, ja, mega. Was am anderen Fahrzeug am meisten mich fasziniert, ist einfach, dass hier einzelne Komponenten beschlockt sind, ja. Detailverliebt, getreu. Ist der absolute Wahnsinn auch hier. Der Deckel fürs Öl. Ja, also von daher ganz großen Respekt und denkt einfach dran, uns zu liken, zu abonnieren. Einfach Spaß haben.